Schnell wieder angezogen. Okay. Was kannst du mir zeigen? Die Fehlfunktion. Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sahen mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung, ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Bist du meine Mutter? Und ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Okay. Na gut. Ne? Tempo, Tempo. Ich würde gerne langsam laufen. Ich weiß nur leider nicht, wie es geht. Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch.
Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh! Oh. Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Das ist wie die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ja, dann geh mal vor. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor.
Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Uff. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Yay, Loot. Gut. Andere Sucher? Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Ich finde, jetzt ist verdammt nochmal die Zeit. Vielleicht sieht man sich nie wieder. Rost. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Metallwelt, was kann ich noch tun, die Mörder? Metallwelt? Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus, aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Ja, okay. Was kann ich noch tun? So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Alles klar. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Alles klar, dann sollte ich jetzt gehen. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns Urmutter, ins Elend gestürzt haben. Höre die Stimme deiner Kinder mit Wenn dieser Wenn die Stammmütter Hymne. Ihre Erhöre Stimmen unser erheben, Gebet. Werden wir einstimmen. Gut. Ja. Ein paar Pflänzchen wären noch cool.
Da ist noch eine. Wunderbar. So, kann ich jetzt die Kamera wieder anmachen? Als die bei euch im Stream noch an war. Wohl. In der Aufnahme war sie aus. Irgendwas scheint da auch nicht so richtig zu wollen. Irgendwie ist der Wurm drin in letzter Zeit technisch. Ich glaube, ich muss da mal ran. Man merkt richtig, wie der Boden weicher wird. Das liegt an der wackeligen Knie, junge Frau. Warum habe ich jetzt nur so wenig Heilungs... ihr wisst schon, dieser grüne Balken, der war doch eben voll und ich habe nur mal kurz geheilt. Hallo? Nix. Oh, Muni nach. Das ist ein sehr guter Hinweis, ja. Ich denke, das können wir erstmal so lassen. Sie soll gekämpft haben wie ein Sägezahn. Ja, das war ich. Ah, ich habe mehr als einen Balken Heilung. Deshalb, okay. Ich dachte, das käme erst später durch Skills hinzu. Apropos, da müsste man eigentlich ein paar Pünktchen haben, die wir verteilen können, ne? Wir sammeln mal weiter hier. Und dann sollten wir mal gucken, was wir noch machen können. Wie viel Holz haben wir denn? 115. Naja, komm, wir hatten vorhin schon mehr. Nehmen wir nochmal ein bisschen mit. So, ist das hier ein Speicherpunkt? Natürlich nicht. Ein zu großes Lagerfeuer. So, Moment. Fertigkeiten. So, 4 Punkte. Ich glaube, der Heiler ist nicht ganz verkehrt. Menschliche Gegner lautlos, wenn wir hinter ihnen landeten. Erst lassen wir mal noch. Pass mal auf, ich würde das gerne mit dem Heiler machen. Schnellere Heilung. Und die Kapazität des Medizinbeutels. Ist bestimmt auch nicht verkehrt, ne? Fallen und Stolpertrete können entschärft und erneut verwendet werden. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Leichte Speerangriffe schlagen wahrscheinlich auch Rüstung und Bauteile ab. Das geht weiter mit viel wahrscheinlicher. Schwere Speerangriffe. Mehr Schaden, wenn Aloys Gesundheit niedrig ist. Na, sowas mag ich gar nicht. Gucken, was hier unten diese finalen Skills sind. Rintest Leid. Was? 30% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Ja, in die Richtung sollte man gehen hier, ne? Das hier, das ist nicht ganz verkehrt. Hier gibt es aber auch eine Quer. Hier, da geht's quer. Menschliche Mächtige und Elite-Gegner lautlos zu erledigen. Oh. Okay, auch gut. Alles klar, also es gibt schon ein paar sehr interessante Sachen. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung es geht. Ich denke, das können wir erstmal so lassen. So. Die Erzmütter werden herausfinden, wer unser Volk abgeschlachtet. Nein, das mit dem Stab wird später erst interessant. Momentan kann ich mit dem Stab noch gar nichts machen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Was war das denn? Ach, Gesundheit. Ja, natürlich. Kann man nie wissen. Also ich schätze beim nächsten Kampf. So. Ach, egal. Scheiß auf das Holz. Wir wissen, was es heißt, wenn so viel Loot kommt, gell? Wir wissen es alle.
Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Jetzt sind wir sogar fast voll mit der Heilung. Das ist doch okay. Da ist auch noch was. Sehr gerne. So, dann schauen wir hier nochmal kurz. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Werden zwei hergestellt. Die Lohe ist. Da brauchen wir relativ viel von und die brauchen wir auch für die Feuerfeile. Nee, das ist was anderes. Ah, das ist was anderes. Dann würde ich auch sagen, brauchen wir hier die Dinger auch noch voll. Ne? Obwohl ich halt mit. Wenn ich den jetzt auf eine Schockbombe mache, aber da mache ich den ja nur empfindlich für Blitz. Ich habe nur nichts, was Blitzschaden macht, wirklich, ne? Wir werden sehen. Sie hat also doch überlebt. Ja, habe ich. Loot, loot. Aloy! Hey. Aloy! Ja. Tap? Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Ja, Tap. Glaube ich soll da hoch, aber... Ich hörte davon. Erstmal mit ihm. Aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Ja, schön. Gerüchte, das Tor, Abschieden. Warum bist du hier? Gerüchte? Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Natürlich nicht. Aber ich weiß noch, er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tap? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht. Solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Na gut. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Gefährlich da draußen? Resch. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt... gemeine Sachen über dich. Das bin ich schon. Bin geworden. Ein mutterloser Fluch, Ausgestoßene. So in der Art. Ja. Ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, war sie. Ich mochte sie. Ich auch. Ja gut, natürlich ist es gefährlich da draußen, das brauchen wir uns natürlich auch nicht verabschieden. Ich muss jetzt gehen, Tap. Urmutter, schütze dich. Dich auch, Tap. Dich auch. Einer der wenigen Guten hier. Ich kann mir schon denken, wer dieser Kriegsherr ist. Ignoriere sie.
Setz den Bericht fort. Es soll im Becken angeblich einen Dämon geben, ein Ding aus dunklem Metall, das alle Maschinen verderben kann. Wo ist er hergekommen? Man sagt, er durchbrach die Tore des Beckens. Wer ist Mann? Wahl und seine Leute, sie wollten ihn stoppen, aber der Dämon war zu schnell, zu mächtig. Wahl ist närrisch mit seinem Tor. Hier, bei Mutters Wacht, leisten wir unseren Widerstand. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich eine Sucherin wurde, ich erinnere mich an dich. Ich komme wieder. Ich erinnere mich an dich. Ich kenne dich von der Erprobung. Bast hat meine Trophäe zerstört. Und du hast zugesehen. Du sprichst schlecht von den Toten? Du kennst gar keine Scham. Ein Flatterviech. Fast hätte ich dir einen Pfeil reingejagt. Und du bedrohst mich. Auch noch vor Zeugen. Wenn die Erzmütter das erfahren, wirst du wieder eine Ausgestoßene sein. Weißt du was? Ich bin eine Sucherin. Ich bin zur Sucherin geweiht. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Du bist ein Niemand. Pass auf, was du sagst. Du entehrst die Toten. Wenn du Tirsa und Jessa für Verräter hältst, warum gehst du nicht hin und sagst es ihnen? Oder sprichst du nur so auf, wenn keine Vorgesetzten da sind? Ich bin der Nora-Kriegsherr. Und ich bin eine Sucherin, also tu, was ich sag und öffne das Tor. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Böse. Okay. Bei der Göttin, was macht er mit ihnen? Er verdirbt sie. Macht euch bereit! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Aber man kann doch von oben schießen. Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon. Urmutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Ja, was ist denn meine Position? Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Für die... Gar nicht so ohne. Führe meine Hand. Schön. Nur mal ganz kurz gucken, was eigentlich mit dir so ist. Hey! Ich bin der Meinung, wir können noch mal über alles reden.
Ich hänge ein wenig. Uns alles gut. Okay, pass auf. Der ist gegen Feuer. Der ist gegen Feuer. Empfindlich. Für das Heilige Land. Oh shit. Alles klar. Wie wär's, wenn wir ganz kurz... Oh, das geht nicht. Okay. Ach, verdammt. Okay, pass auf. Ich brauch die Falle. Au. Geht das irgendwie, dass wir die Falle platzieren? Entschuldigung. Komm mal. Oh, das juckt hier nicht so ganz. Das juckt ihn gar nicht. Okay. Oh, das ist auch nicht gut hier. Wo ist denn eigentlich so sein Schwachpunkt? Nur mal so, ich frag für einen Freund. Nicht gut. Okay. Man muss diesen Status ein bisschen hochkriegen da bei ihm, ne? Okay, jetzt habe ich ihn. Einer von denen war unter den Mördern bei der Erprobung. Das tat weh. Wie kann er andere Maschinen über... Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben die gehorcht. Der war böse. Wie? Der war sehr böse. Das? Ich hätte den vorher in Flammen stecken müssen. Ich habe nicht ganz gesehen, dass der Feuerpfeil nur so nach und nach seine... Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich seine Empfindlichkeit erhöht. Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wald sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Aber so... Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Ted. Fenster aufmachen. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. So. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Ja, war gar nicht Und so verkehrt, wenn ne? Wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Zwischendrin ein bisschen stotternd, weil ich nicht ganz gerafft habe, dass ich, wie das mit dem Feuer nochmal funktionierte. Dass man das erst so langsam erhöhte. Aber was mich echt gewundert hat, ist, dass das völlig wirkungslos war, was ich mit dem veranstaltet habe bezüglich des Blitzes. Also nicht ganz völlig wirkungslos, der hatte dann diesen Kreis, diesen Blitzkreis so 4/5 oder so gefüllt, also schon recht ordentlich. Aber hat ihn auch sehr schnell wieder abgebaut und ist halt durch seine ganze Sprunggeschichte fast nie in die Fallen da getappt. Etwas Vorrat. Beziehungsweise dann immer wieder zu spät. So, ich habe jetzt leider den Skill noch nicht gelernt, dass ich die wieder abbauen könnte, ne? Und, warte mal, ha. Nein! Was? Nein! Was habe ich jetzt getan? Oh Gott, Moment. Ich muss diesen Skill lernen. Ich habe F gedrückt für,
Fähigkeiten. War sinnvoll. Wo war das Abbauen wieder? Fallen und Schäuberträder können Ausbeuter notwendig. Ja, okay. Okay, dann verschieben wir das. auf was gehen wir jetzt als nächstes? Also echt schwierig. Schlag von oben notwendig. Was ist das hier? Ah ja, den Schlag von oben, den nehmen wir. Den fand ich gut. Den fand ich gut. Ja gut, dann haben wir jetzt halt eine Falle verschwendet. Scheiß drauf. Oder zwei. Oder drei. Egal. Genau, erstmal der Kreis voll ist, tritt der richtige Effekt auf. Das ist das, was ich ja meinte. Das musste ich erst kapieren. Und das lernt man halt im Kampf. Ne? Das stand jetzt, glaube ich, nirgendwo. Es war gemein. Ich räume euer Lager leer. Ja, ich hole mir noch Frostbeulen. Ihr braucht das ja ohnehin nicht mehr, ne? Glaube ich. Ist denn der große Kriegsherr noch da? Läutere die Maschinen. Befreie sie von der Verderbnis. Das sieht ganz nützlich aus. Oder hat es den großen Superkriegsherr gehimmelt? Man weiß es nicht. Oh, ich glaube... Glaube... Wir haben es, oder? Gute Nacht, Matze. Ah, es gibt wieder Schiffwunden. So, ja, ich denke, wir haben es. Ne, doch, da hinten, warte. Ah, ne, das ist nur noch ein Ast. Hier. Da ist noch was. Richtig Zeug. Na dann, räumt mal ein bisschen auf, ne? Wenn ich wieder zurückkomme, sieht das wieder tipptopp aus, damit das klar ist. Ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Hui. Ja, sauber. So, haben wir einen schönen Speicherpunkt hier. Hier ist eine Händlerin. Mhm. Stille Jägerinnen-Outfit. Also pass auf, wir verkaufen. So viel haben wir ja gar nicht. Mehrere verkaufen können wir hier machen. Alles. Das alles andere ist nützlich, mehr oder weniger. So, jetzt haben wir 376 Scherben. Passen Sie auf. Ich würde ja ganz gerne Outfits kaufen, beziehungsweise was wir als erstes machen, gratis Probenkiste. Dankeschön. Und dann schauen wir kurz bei den Waffen rein. Die Schleuder haben wir schon, den Scharfschussboden auch. Stolperfeuer, hier kriegen wir alles nochmal, was wir eben vorhin theoretisch hätten kaufen können. Ah toll, ich habe gerade die Wächterlinse verkauft, kann das sein? Und ja, das waren alles Läuferlinsen. Wir brauchen... Schade, die hätte ich echt gerne, die Tarnrüstung. Die Beschützerin. Schützt bei Nahkampfangriffen. Aber nicht so dolle. Wir kommen zurück mit den entsprechenden Linsen, die wir dann brauchen. Man kann vielleicht Wächterlinsen kaufen. Ja, Wächter. Ganz ehrlich, wir reden über Wächter. Komm. Das kann doch nicht so schwer sein, hier einen Wächter zu finden. Vielleicht doch.
Da oben sind Plünderer. Da sind Läufer. Da ist ein Läuferareal. Ja, wo Läufer sind, sind eigentlich immer auch Wächter dabei. Die treten ja schön in Kombo auf. Also ich denke, Wächterlinsen finden wir. Da müssen wir jetzt keine Scherben für raushauen, die wir auch zum Brauen brauchen. Für Pfeile und Co. Das passt da schon. Mal kurz hier rechts und links schauen. Nach ein, zwei Pflänzchen. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier Pause. Ja, jetzt schon ein, zwei Stunden, ne? Und daraus werde ich später einen Trank brauen. So ist es. Und machen beim nächsten Mal dann weiter. Schön. Ist schön, wieder zurück zu sein. Macht Laune. Nochmal schnell speichern. Oder warte mal, was ist manuelle Speicherung? Gustav. Leerer Platz. So. Eine Suche vor den Toren. Was für 5 Stunden haben wir? Dann reicht's auch mal. Sauer. So. Puh. So, wieder zum Hochglanz-Screen zurück, ja.